Gut, dann machen wir uns noch Platten. Das ist eigentlich ganz gut, dass es so geregelt ist. Ja, dann rein mit dir, ne? Dann wird er jetzt auf jeden Fall zum Tun haben. Dann würde ich sagen, wir machen vielleicht ein Upgrade. Overclocker. Das sind, glaube ich. Overclocker Upgrade. Brauchen wir drei Coolen Cells. Okay, den Rest haben wir vielleicht. Ne, brauchen nur drei. So. Brauchen noch für die Tinplates aber ein paar mehr. Sicher. Da es ein bisschen automatisch läuft, sehr, sehr entspannt. Möchte ich mal sagen. Man kann jetzt auch mal sehen, okay, macht 10.000 davon, 10.000 davon, 10.000 davon, 10.000 davon. Ich will es aber auch nicht übertreiben. Wenn ich sage, komm, ich mache eine Riesenfabrik, ist es okay. Wir haben ja noch ein paar von denen hier. Da macht es mir doch auch nicht aus. Aber wenn es sowas ist, dann ist es natürlich extrem schwer, alles automatisiert zu halten und alles kontrolliert an Items da zu haben. So, jetzt gehen wir in so einem Over. Warte mal, wir brauchen noch Copper Cable. Davon habe ich noch ein paar, aber von denen brauche ich auf jeden Fall noch hier. Wir müssen ein paar Platten machen. Wie machen wir denn die Platten? Copper Plate. Mit dem Hammer. Das heißt, wir müssten eigentlich noch eine Maschine. Obwohl, das ist egal. Ich schmeiße da oben gleich noch ein bisschen Kupfer rein. Dann kriegen wir das hin. Jetzt geben wir erstmal das Over Clock Upgrade. Gibt es noch ein anderes Bild davon? Ich bin überlegen, mir das zumindest zu automatisieren. Da, wir haben davon ein paar, aber ich möchte es gerne automatisieren. Whetstone. Weil es immer diese Probleme gibt hier. Und die Eisenplatten. Warte mal, kann ich mir nicht sogar diese Hammer automatisch herstellen? Hatte ich die? Ne. Hammer. Welcher war das denn? Der ist es, ne? Ja, weil diese Rezepte nicht funktionieren. Iron. Und da mache ich mir doch lieber Rezepte für wenigstens was Kleines fertig. Wenn ich jetzt Iron. Plus das. Plus Hammer. Ja. Keine Ahnung, da reicht doch das hier. Nee, ich brauche nochmal Iron. Man sieht, da sind ja massenweise von den Hammern drin, ne? Ach stimmt, falsch rum so. Das dahin. Und das dahin. Ja, war das Modukular? Oder? Ne, Sampler waren das nicht. Plight. Plight Energistic da. Doch, hätte ich es mal eingegeben. Ular. Ja, wir können uns hier noch eins rausnehmen. Dann brauchen wir uns ein neues noch hin. Wir brauchen eventuell noch ein Prozessor, der das automatisiert mit. Beziehungsweise so eine Crafting Station. Was waren das? Was war das denn nochmal für eine? Die Crafting Station. Ah, ne, das war das Ding. Ich brauche ein Interface. Habe ich auch noch. Dann brauche ich noch Kabel. Habe ich auch noch ein paar. So, die Kabel brauche ich nicht gerade. Also so ein bisschen automatisiert haben alles. Hier sind noch ein paar offen, ne? Könnte eigentlich noch hier ein bisschen machen. Das heißt,
geht vielleicht so ran. Und könnte das wirklich so Komplexe noch hinbauen. Das heißt, wir können die Iron Hammer bauen. Beziehungsweise müssen die einmal tauschen und kommen dann auf das Bild. Wir hätten das ein bisschen automatisiert in der ganzen Materie. Plätze sind da eh noch. Overclocker. Jetzt brauche ich das Overclocker. Ja, nice. Oh, gleich zwei Stück? Ja, das ist super. Ja, jetzt die hier reinpacken. Geht es schon etwas besser. Wie viel Prozent macht Power? Natürlich. Am Prozess ein bisschen erhöhen. Ja, jetzt will ich ein bisschen Kupfer holen. Einen Moment. So, Stimme wieder ein bisschen geölt. Dann hole ich jetzt noch ein bisschen Kupfer. Ich mache das oben auch rein, dann lasse ich es ein bisschen durcharbeiten. Ich will jetzt hoffen, dass es auch mit der Lautstärke passt. Zentus hat sich immer sehr beschwert. Mach so ein bisschen lauter, mach so ein bisschen lauter. Von der Stimme her, ich habe jetzt komplett Anschlag aufgedreht. Man hört aber auch das Mausklicken. Das ist das Problem, was ich eben hatte. Man hört das Mausklicken. Auch die Tastatur bleibt nie aus. Besonders wenn ich jetzt wie jetzt hier sehr schnell klicke. Kommt man eigentlich relativ ganz gut mit aus, sage ich mal. So. Schmeiß auch noch ein bisschen Kupfer rein, dann soll er das schon mal fertig machen. Den Rest mache ich dann irgendwann nochmal später danach. So, jetzt würde ich sagen, wir haben Industrie 2 ein bisschen abgehakt. Ich lasse es ein bisschen laufen, wir kommen noch später nochmal dazu. Denn es geht dann weiter um dieses Soil, um das destillierte Wasser. Was wir hinten sehen. An der Stelle kommt aber nicht in dieser kleinen Form, wird da ein bisschen etwas größer. Gestalt annehmen. Vielleicht hier auf dem Dach, vielleicht irgendwo anders, dass sie das ein bisschen außerhalb hinmachen mit dem Chunkloader oder vielleicht in den Windparkbereich an der Stelle. Mit Solarkraft und sowas. Was ich jetzt machen würde, ist mit den Hühnern. Wir machen die. Was machen? Warum Hühnerstall? Ich hätte damit irgendwas vor. Chicken. Ich hatte irgendwas damit vor. Nee. Was hatte ich denn damit vor? Ich hätte es nicht umsonst aufgeschrieben, einen Chicken Tower zu bauen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Klar, die Hühner nerven. Chicken Burger. Chicken Sandwich. Geil, Mayo. Mayo mit Eggs. Boah, lass uns mal. Sollen wir das mal machen? Beste Musik ever. Wir brauchen Eier. Wir brauchen eine Pfanne. Lass uns mit dem Hühner Tower. Lass uns das Chicken Sandwich bauen. Wir machen das so. Die Eier droppen. Und wir splitten die in Mayo. Und die Eier für die Weiterverarbeitung. Das machen wir. Bockt. Doch, wir müssen wieder auf Chicken gehen. Aber wo beste Musik. Es gibt ein neues Spiel, was ähnlich wie Siedler werden soll. Das ist irgendwas mit Valhalla. Irgendwas mit Wikinger und Valhalla. Ich muss mal gucken, ob ich das irgendwo finde. Werde aber, ist kein Versprechen, wollte es aber wieder am Anfang Siedler komplette Teile durchzuspielen, beziehungsweise die ersten drei Teile, weil das die besten Teile aller Zeiten waren. Macht euch nicht viel gefasst. Kommt vielleicht die Serie. Muss ich mir aber immer alles anschauen. Das ist mal so, man macht viel. Man glaubt so, als YouTuber, beziehungsweise als Teilzeit-YouTuber ist es noch schwerer als Vollzeit. Weil als Teilzeit muss man sich die ganze Zeit einteilen. Macht mal hier ein bisschen da, macht mal ein bisschen davon. Ist nicht einfach. Sage ich euch. Das macht keinen Spaß. Bauen zwei Crafter. Ne? Einmal für Mayo und einmal für die Sandwiches. Das holen wir. Da haben wir zwei Stück.
brauche eine normale Chest, das würde reichen. Ich würde aber gerne eine Glas-Chest haben. So eine wieder. Für die Sandwiches. Das finde ich immer diese Plürre-Saufmiss und irgendwann ist das, glaube ich, alle, ne? Wenn wir jetzt mal gucken. Juice. Wir haben noch 8500. Haben wir noch. Bleib ich aus, aber irgendwann ist es auch alle. Außerdem könnte ich die 8000 verbrauchen und wir können die Chicken Sandwiches benutzen. Ex 2500 circa. Ist ganz gut. Eine Chest brauche ich noch einfach für Mayonnaise zum Zwischenlagern. Wir brauchen. Ne, wir brauchen noch eine Chest für die Eier. Dann brauchen wir Hoppers. Hopper. Da nehme ich mal 4 Stück mit. Pipes sind wichtig. Werden wir brauchen. Wir brauchen Wooden Pipes. Ich nehme die ganzen mit. Ich nehme ein Stack davon. Mit den anderen Pipes habe ich, glaube ich, noch da. Wie heißen die Dinger denn nochmal? Irgendwas mit Redstone oder so? Redstone. Chipset. Chipset. Vielleicht komme ich gleich auf den Namen. Gates. Gate. Einfach nur eins. Was automatisiert pulverisiert. Ach, pulsierend. Ich nehme mal das ganze Stack mit. Was noch übrig ist. Jetzt müssen wir mal gucken, wie machen wir denn die Hühner platt? Mit dem Killer. Mit dem Hühnerkiller. Haben wir denn sowas? Dass er die tötet? Wir aber den Loot bekommen. Und ich brauche immer Eier. Wir machen so eine standardmäßige aus Minecraft Vanilla. Bauen wir einen Slab. Stone Slabs brauchen wir einfach. Oder können wir hier welche rausbauen? Nö, das war schon fast klar. Das nicht funktioniert. Da ist Stone Slabs. Die nehmen wir mit. Ja, Stone Glass würde ich noch mitnehmen. Wir nehmen ein bisschen Quiet Glass. Wir nehmen ein bisschen illuminiertes Glas. Wir brauchen auch nicht so viel. Brauchen wir sonst sowas? Ja, Egg sortieren auf jeden Fall. Egg. Und das Chicken. Frage ist, müssen wir das Chicken braten oder nicht? Nö. Wir brauchen noch Brot. Wir müssen noch ein kleines Sweetfeld anlegen. Können wir auch noch machen. Ist die Frage, wo bauen wir den ganzen Quatsch hin? Ich brauche jetzt erstmal gleich die Chest. Wo bauen wir das? Das lustige Teil denn hin. Ich weiß jetzt nicht, irgendwo bei mir denn hier. Da hinten im Tower noch. Der ist auch schon sehr voll, ne? Was haben wir denn noch? Der ist schon sehr voll, der Junge hier. Wo bleibt Platz hier oben eigentlich noch ist? Platz ist oben da. Sollen wir das hier oben mal hinbauen? Wir haben Platz da. Wir können sie ein bisschen abtrennen. Wir können sie ein bisschen abriegeln hier. Ein bisschen da. Ja, schauen wir. Okay. Was haben wir denn hier vorne? Ach, stimmt, hier haben wir diese Kiste. Wir machen erstmal die Endproduktkiste dahin, dass ich ein bisschen arbeiten kann. Wir müssen den Raum bzw. das Ding bauen, wo die Eier bzw. die Hühner drin sind. Das heißt, wir machen Wasserbecken. Ja, da reicht Wasserbecken, Trichter bzw. Reicht auch nur ein Trichter mit den ganzen Eiern. Würde ich mal sagen. Jetzt holen wir uns noch Hopper habe ich. Stones nehme ich mit. Ich nehme ein paar Eggs mit. Ein paar Eggs brauche ich auf jeden Fall. Ich nehme mal jetzt komplett mit, was ich mittragen kann. Dann bauen wir das auf. Das wird richtig gut. Da wird richtig Spaß dran. Dass oben so, weiß nicht, oben machen wir so 10, 20 Eier rein. Dass das so ein bisschen einfach nur nebenbei ist. So. Okay, jetzt brauchen wir Baubeutel. Wir brauchen Marble. Und Marble. Gut, ich
war jetzt nicht so viel. Erstmal, froh, wenn ich was mit habe. Erstmal, wo die Hühner drin sind. Das wäre ja der Bereich. Weil ich sagen würde, die... Ich lasse immer noch zwei Reihen offen. BZW. Wir machen doch hier Deckeln. Das bleibt in den beiden Abschnitten drinne. Die wir zur Verfügung haben. Okay, da unten kommt der Trichter hin. Der Trichter bekommt die Chest. Und den Trichter beziehungsweise braucht er gar nicht, denn wir brauchen noch einen Dwopper. Der mit dem Bogen. Dwopper, Hopper. Dispenser ist es, glaube ich. Ich habe das lange schon nicht mehr gebaut, das Teil. Wo man ja unendlich viel Hühnerfleisch hatte. Braucht man keine Kühlschlachten oder sowas. War ja immer sehr entspannend, aber ich glaube Dispenser... Dispenser... Ja. Haben wir noch einen von. Ist ganz gut. Ja, Yu-Yu Matter muss natürlich auch noch ein bisschen mehr werden. Aber können wir alles nebenbei laufen lassen. Alles entspannt und ruhig. Ja, man wird jetzt sagen, oh, du ziehst die Folgen doch so in Länge. Mach doch nicht sowas. Mache ich nicht. Ich will es nur ordentlich haben. Nee, ich mach's an die Seite. Das können wir auch machen. Machen wir es hier runter. Zack. So, der muss jetzt ticken, wenn der... Items braucht, das heißt, wir müssen hinten noch eine kleine Plattform hinbauen, wo ein bisschen Redstone gedöns ist. Ja, wie regeln wir das? Normalerweise können wir das so regeln, wir machen das mit einem Item-Detektor. Oder regeln es klassisch über ein, ja, wie heißt das Ding? Ein Comparator. Und sobald er Signal hat, soll der eine Uhr ticken. Comparator. Comparator. Da reicht einer Redstone. Dann nehme ich auf jeden Fall ein normales Redstone, das reicht. Und noch eine. Ich nehme beide Redstone. Ich kann alles wegwerfen. Ich kann noch Final Repeater. Repeater. Dann nehme ich mal zwei mit. Mal gucken, dass wir das eventuell hinkriegen. Miau. Ja, ist die Frage, nee, müssen ja die Eier müssen ja getrennt werden an der Stelle. Das heißt, sie muss doch erst die Chest haben. So, und mit der Chest sage ich dann in dem Teil. Hinter Items drin. Das wird ein bisschen tricky. So. Sind da Items drin? Dann sagt er bitte, wann und wie viele. Jetzt müssen wir noch gucken, wie wir das hier gebaut bekommen.